Eine grandiose Sportausstellung mit Fotos, Filmen und seltenen Exponaten findet sich im Waidhofener Rothschildschloss. Initiator Stadtrat Friedrich Rechberger und Stadtarchivarin Eva Zankel präsentierten ihre superbe Exhibition und luden dazu Zeitzeugen auf die Bühne, bis schließlich Bürgermeister Krammer die Ausstellung eröffnete. Der Sportstadtrat führte uns vorab durch die Unikate der Ausstellung. Meine Damen, bitte sehr. Schauen wir uns den Haben wir gesehen? Das ist toll. Hey! Stefan Bell. Das ist eine Maschine, Baujahr 1950, eine BMW 250. Mit der ist der Herr Leopold Bleimauer aus Hans am See Skijüren gefahren. Das war am See, beziehungsweise auch in Waidhofen, in der Lesans früher, das Buch Mistral, sensationell von Peter Muttenhuber, dem ehemaligen Staatsmeister. Die Entwicklung ist einfach einmal die Schaltung. Da sieht man eine der ersten Schneekanonen. Das war 1971, im Winter 71, 72, bei den österreichischen Staatsmeisterschaften. Es sind die wichtigsten Sportarten vertreten, wenn auch nicht alle. Aber sie zeigt, welche Kapazunder im Ibstal vertreten waren und noch sind. Zeigt aber auch Sport, der im Ibstal nicht mehr existiert, wie Wasserball, Skijöring oder Skispringen in Kreilhof. Das war einer der berühmtesten Waidhofer. Otto Rennfahrer, Papa Rufikow. Oder der Rabikult, sein Mechaniker war. Irgendwann in die 50er Jahre eines der Motorradrennen, die dort zu mir waren, in der Allee. Hinten sieht man noch die Rinderfrauen vom Stadtfriedhof. Das ist eins von den sensationellsten Fotos, die wir zur Verfügung gestellt haben. Das zeigt den Franz Döbel und den Alois Heilinger, beide aus Raffberg, wie sie, ich glaube, 48 oder 49 zu Fuß. Also zuerst mal rauf, da wird Hufen von Großlöffel zum Großlöffel gefahren sind. Und dann zu Fuß aufgekommen sind. Nur, dass sie am selben Tag umsehen können, sind sie runtergefahren und mit der Rau wieder heim, werden wir unter uns arbeiten müssen. Auch die Entwicklung des Klettersports findet seinen Rahmen. Diese enorme Schrift, was der mit, wie schön das der geschrieben hat. Jede Tour, wo er war, ist niedergeschrieben worden. Und die sind jede Woche auf eine Tour gegangen. Und das war zum Beispiel am 15.03.48. Mit einem Foto. Mit Boulder-Weltmeister Kilian Fischhuber ist die Jetztzeit vertreten, genauso wie sein eislaufender Großvater. Das ist der Professor Fischhuber. Die in Waidhofen lebenden Skistars wie Anton Steiner und Thomas Sykora haben ihre Trophäen ausgestellt. Man erfährt, dass im Ibstal auch Wasserball und Boxen ein großes Thema war oder Turnen, wo Waidhofen eine Staatsmeisterin hatte. Die Sportausstellung ist großräumig und informativ konzipiert und vor allem die Bewegtbilder sind von großer Faszination, die großen Veränderungen dokumentieren. Höher, schneller, weiter ist nicht nur für Sportfans interessant, sondern ein wichtiges Dokument der Ibstaler Zeitgeschichte.